Hallo meine Lieben, hier sind wir wieder bei unserem Livestream. Mein Name ist immer noch Jasmin und ich darf euch begrüßen heute vom Haiplatz. Und zwar ist gerade die Sonne hinter einer kleinen Wolke verschwunden, aber ansonsten zeigt sich Regensburg heute wieder von seiner schönsten Seite. Das sieht man auch ganz gut, es ist einiges los, ich zeige euch das einfach mal. Hier unser wunderbarer, hübscher Haiplatz. Die Leute sind doch auch wieder unterwegs. Bisschen gegen das Licht. Alles wunderbar. Ja, meine Lieben, bevor wir starten, wieder ein paar Infos. Wenn ihr Fragen habt, nicht schüchtern sein. Einfach hier gleich in die Kommentare schreiben oder nachher noch auf Facebook. Ja, der Livestream wird auch wieder auf Facebook gestellt. Und einfach losfragen. Und ihr könnt jetzt nicht nur live hier auf Instagram gucken und nachher auf Facebook. Nein, ihr könnt sogar jetzt dann noch den Stream sogar auf YouTube nachgucken. Aber meine Leute, ich nehme euch jetzt erstmal ein bisschen mit. Ich mache mit euch heute einen kleinen Spaziergang. Ich muss euch nämlich absolut was erzählen. Ich habe nämlich eine Einladung bekommen. Hier, guck mal, Einladung, seht ihr? Ha? Eine Einladung zu dem Fest des 17. Jahrhunderts. Es wird eingeladen. Es gibt schon so viele Gerüchte, es soll bombastisch werden und selbstverständlich kein geringerer als Sir George Etheridge lädt ein. Unser charmanter, aber leicht aufdringlicher Herr vom letzten Livestream. Der hat nämlich echt Grund zu feiern. So, jetzt schalte ich aber erstmal auf die Frontkamera. Ich nehme euch nämlich ein bisschen mit, habe ich ja gesagt, auf den Spaziergang. Wir gehen nämlich dahin, wo das große Fest starten soll. Also kriegt ihr dann ein bisschen mal was mit, was hier so in der Stadt los ist. Ihr seht, ja, es ist wieder Leben in der schönsten Stadt der Welt. Aber zurück eben zu meiner Einladung. Sir George Etheridge lädt ein. Grund ist die Geburt eines süßen kleinen Kindes, nämlich des Thronfolgers von England. Prince of Wales ist geboren 1688 und so lädt jetzt unser Sir George ein. So, ich nehme euch mal wieder übrigens mit. Hi, hier bin ich wieder. Hinter mir sieht ein bisschen was auch von der Stadt. Ja, und Sir George, der findet ja immer einen Grund zu feiern, aber eben die Geburt des Thronfolgers, das ist das Ereignis für ihn und das möchte er feiern. 1688 ist er bereits hier in Regensburg, das heißt, er feiert hier. Und zwar am Arnusplatz. Warum jetzt am Arnusplatz? Naja, er wohnt da. Das zeige ich euch jetzt dann auch gleich, wenn wir dort sind, wo genau jetzt unser Sir George 3,5 Jahre gelebt hat. Ja, und es soll eben ein wahnsinnig berauschendes Fest sein. Das steht da auch drin. 3 ganze Tage soll es gehen. 3. 3 Tage, das hört sich nach einer Party an. Und wie gesagt, Sir George ist involviert. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, aber leider kann ich mir jetzt auch nicht ganz vorstellen, wie das so läuft. Außerdem in der derzeitigen Situation, Veranstaltung schwierig. Aber naja, unser Sir George wird sich schon was einfallen lassen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir eben zum Arnusplatz, ob da schon Vorbereitungen laufen. Am 25. Juli 1688 geht es eben los. So, und ich zeige euch schon mal, man sieht nämlich schon das Haus. Ich schalte mal kurz um. So, einen Augenblick. Da vorne am Ende, hier sieht man schon den Arnusplatz und man sieht auch bereits ein graues Gebäude mit so wunderbaren gezackten Giebel. Das ist besagtes Haus, wo Sir George 3,5 Jahre in Regensburg gelebt hat. Ja, und deswegen, wie gesagt, schauen wir doch mal. Das laut meiner Einladung soll da das Fest stattfinden am Arnusplatz, ob man da schon mal was sehen kann. So, derzeit winke ich mal auch zurück zu meinen Leuten. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ja, aber also ihr seht viele Leute. Ganz typisch Regensburg, die Fußgängerzonen sind gefüllt, so soll das sein. So, und jetzt, ihr seht vor mir, das ist das Gebäude, dort lebte unser Sir George. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, ihr könnt es euch gleich mit mir anschauen, ich sehe hier jetzt noch nichts von großen Vorbereitungen für ein großes Fest zu Ehren des englischen Thronfolgers. Korrigiert mich, wenn das bei euch ein bisschen anders aussieht. Ich sehe hier nur den Arnusplatz mit Theater. Dann eben, das ist das Gebäude, wo Sir George gelebt hat.
Bushaltestelle Leute, aber keine Party. Was ist hier los? Ihr müsst doch langsam anfangen. Juli, bis wir schauen, ist es schon bald. Seltsam. Gut. Eine Sache könnte vielleicht nur das Problem sein. Ach, 1688. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen spät dran. Aber wisst ihr was? Wir fragen ihn einfach mal selber, unseren Sir George, wie es denn ausschaut mit den ganzen Vorbereitungen. Also wollte ich mich noch bedanken für die Einladung. Schauen wir mal, ob er uns einfach mehr sagen kann. Wir probieren es mal wieder. Drücken wir mal wieder die Daumen. Denn so eine Leiter kann eben manchmal schwierig sein. Deswegen, ich probiere es jetzt einfach mal. So, warten wir mal. Ah! Ah! Sir George, hallo! Oh, my dear, Sir George is here. Na, meine Hübsche, habt ihr mich vermisst? Ja, mit Sicherheit. Aber Sir George, vielen Dank, ich habe die Einladung, ich bin eingeladen. Ihr habt die Einladung erhalten. Ja! Ja, wunderbar! Ich freue mich total, aber jetzt bin ich gerade hier gewesen, hier am Anusplatz. Was ist mit den Vorbereitungen? Ich sehe noch nichts. Ja, ich muss noch einige Weine probieren. Ja. Ach so, Wein? Gut, das hört sich ja schon mal ganz so an, als ob Sie sehr in den Vorbereitungen vertieft sind. Oh ja, ich habe einiges zu tun. Ich habe viel zu tun. Ja, so sieht es wenn der raus. Rat es zulässt, dass Masseveranstaltungen wieder stattfinden können, da werde ich eine Fest ausrichten, welches die Welt noch nie gesehen hat. Ja, ich habe schon so viel gehört, aber sagen Sie doch mal, fangen wir doch mal mit dem Wichtigsten an. Zu jedem guten Fest, wir brauchen Essen. Was gibt's denn Leckeres zum Speisen? Ihr seid mir eine kleine Schleckermäulchen, was? Süßes sage ich immer, ja. Kampf gibt es keine Kampf. Da haben Sie absolut recht. Ich werde das Volk mit Braten und Süßwerk geradezu überhäufen. Süßwerk klingt gut. Ich werde eine ganze Ochse am Spieß braten lassen. Einen ganzen Ochsen? Goldene Hörner. Das Auge ist schließlich mit. Da haben Sie absolut recht. Aber so ein Ochse allein, das macht vielleicht zwar satt, aber was ist denn, wenn jetzt der Dusch kommt? Was gibt's denn, um die Kehle zu benetzen? Was für eine Frage! Ich werde Bier und Wein aus den Brunnen in Ströme fließen lassen. Ganz wie der Lateiner sagt, nunc est vivendum. Nun geht's zu trinken. Das klingt auch wirklich sehr hervorragend. Gut, damit haben wir Essen Hammer, Trinken Hammer. Hört sich schon mal nach einem sehr guten Anfang für eine gute Party an. Aber Unterhaltung ist auch ganz wichtig für eine Party. Haben Sie sich da auch was überlegt? Oh, Unterhaltung, ja. Music, meine süße Muse. Meine Sekretär, der wollte eine Oboe-Konzert aufrichten. Oboe. Boring. Nein, ich werde von London eine ganze Chor bringen lassen. Und der Chor wird singen. Rule Pretender, Pretender rule the race. Pretend never shall be safe. Rule Pretender, Pretender rule the race. Pretend never shall be safe. Ich sehe, Sie sind ein hervorragender Sänger, Sir George. Oh, danke. Wunderbar. Trotzdem, ein bisschen was Moderneres haben Sie nicht, oder? Ja, maybe. Ich könnte mir vorstellen, die kleine Billie Eilish einzuladen. Dup, I'm a bad guy. Das ist ganz nach meinem Stil. Warum bin ich nicht überrascht darüber? Werden Sie aber auch das Tanzbein schwingen, Sir George? Sind Sie ein begnadeter Tänzer? Richtig. Da können wir zusammen tanzen, meine Hübsche. Na, schauen wir mal noch. Sprung nach links, Sprung nach rechts, drehen, Schluss. Das wird ganz hervorragend. Und was ich noch geplant habe, ist eine große Feuerwerk, welches die Nacht zum Tag machen wird.
Und ganz speziell werde ich von meinem Balkon aus Silbertaler unter die Menge streuen lassen, auf dass ich der gemeine Pöbel darum prügeln kann. Oh, das wird funny. Das hört sich witzig an. Ich glaube nicht. Aber ich sehe schon, Sie sind noch sehr beschäftigt. Es wird auch gerade gefragt, was Sie da noch trinken. Ja, ich muss noch einige Weine probieren. Ich meine, einer muss es ja tun. Pflicht ist Pflicht, tu sie gern, dann gefällst du Gott dem Herrn. Meine Hübsche, würdet ihr mir vielleicht beim Verköstigen ein wenig helfen? Vorbei! Nein, tut mir leid, ich bin noch im Dienst. Ich darf leider nicht im Dienst trinken. Tut mir sehr, sehr leid. Wirklich, beim nächsten Mal vielleicht. Aber vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich schon. Und jetzt würde ich sagen, ich genieße noch ein bisschen das schöne Wetter und ziehe Ihren Wein. Auf Wiedersehen. Let me not alone. Ja, ist in Ordnung. Tschüss. Ich glaube, also langsam sollten wir uns, glaube ich, Sorgen machen um seinen Weinkonsum. Aber ihr seht, er ist sehr, sehr mit den Vorbereitungen beschäftigt. Da muss halt auch Sir George selber ran und die Weine testen. Grundsätzlich kann ich euch noch zum Fest sagen, es war wirklich rauschend. 3 Tage am Stück hat er gefeiert. Am 25. Juli 1688 ging es in der Früh um 4 los mit Salutschüssen. Böllerschüsse, die ganze Stadt war in heller Aufregung, denn Sir George hat eingeladen. Am ersten Tag hat er eingeladen, erst einmal die ganzen Leute vom Reichstag. Und man muss sagen, er hat die Vorratskammern auch wirklich voll gehabt bis oben hin. Das bedeutet, im Umkreis von 30 Meilen um Regensburg war kein Geflügel oder Wild mehr erhältlich, denn alles war in den Vorratskammern von Sir George. Und so hat er allein am ersten Tag 135 Gäste bewirtet mit 42 Gängen. Das ist schon mal eine Ansage. Gefolgt von 770 Liter Wein. 135 Leute, 770 Liter Wein. Kann ihr mal ausrechnen, wie viel das war? Für mich auf alle Fälle zu viel. Am nächsten Tag wurde dann Regensburg ganz eingeladen. Die Leute kamen in Strömen zum Sir George. Er hat nämlich am Arnusplatz einmal schon die Holzhütte aufbauen lassen, um den Ochsen zu braten, den er angekündigt hat. Ein Ochsen mit goldenen Hörnern. Das war eigentlich nur erlaubt, wenn der Kaiser in der Stadt war, aber Sir George hatte ja Grund, ein englischer Thronfolger. Und dann gab es auch das besagte Oboen-Konzert von seinem Sekretär, da hat er sich wohl nicht durchsetzen können. Billy Eilish konnte leider nicht, hat er leider Pech gehabt. Und auch die Silbertaler kamen zum Einsatz. Die Leute waren schon wirklich in guter Stimmung, haben sich am Arnusplatz getummelt. Sir George hat sich dann aber gedacht, ich bringe mal nur richtig Schwung in die Bude und hat jetzt eben Silbermünzen in die Menge geworfen. Die Leute sind natürlich sofort mit dem Hechtsprung auf diese Münzen drauf. Und es kam zur ersten Rauferei. Das war aber auch Sir George noch immer langweilig, zu langweilig, weshalb nicht nur Silbermünzen drunter waren, sondern auch Knallfrösche. Mehrere hundert Stück Knallfrösche waren jetzt unter diesen Münzen, die jetzt unter den Leuten hochgingen. Und ich möchte es mir nicht vorstellen, zu welchem Chaos das führte. Sir George selber berichtet aber von einer wunderbaren, ausgiebigen Stimmung. Auch ganz schön. Ich würde sagen, das mit den Knallfröschen sollten Sie aber im Privaten lieber lassen. Am dritten Tag, da wurden dann noch alle hohen Beamte, Würdenträger von Regensburg eingeladen zum Tanz, zum Essen und um sich's gut gehen zu lassen, um alles am Ende zu beenden mit einem großen Feuerwerk. Wir beenden unseren Stream jetzt auch, zwar nicht mit einem Feuerwerk, tut mir leid, wir haben es versucht, war leider nicht so spontan möglich, Asim, es ist noch zu hell. Aber ihr habt vielleicht schon gesehen, wo ich bin. Ich bin nämlich jetzt ein bisschen weitergegangen. Da hätte man schon passende Brunnen für Bier und Wein. Ich bin nämlich ein bisschen weiter zum ebenfalls wunderschönen Bismarckplatz. Und ihr seht, hier sind die Leute wirklich auch ausgiebig draußen und genießen das schöne Wetter. Ich hoffe, ihr hattet wieder recht viel Spaß mit uns. Solltet ihr wieder Fragen haben, wie gesagt, kommentiert fleißig auf Facebook, auf Instagram, schickt unsere Brieftaube oder ähnliches. Wir würden uns freuen. Und jetzt darf ich euch noch eine tolle Ankündigung machen. Wir führen wieder. Wir warten nur auf euch, wenn ihr sagt, hey, ich habe Bock mehr zu erfahren über Regensburg, ich möchte eine Stadtführung, schreibt uns einfach am besten an kontakt@stadtmaus.de.
bis zu 15 Leuten dürfen wieder mitnehmen auf die Stadtführung. Und ganz tolle Schmankerl für alle Kinder habe ich noch da draußen. Auch Kinderführungen gibt's nächste Woche. Dienstag und Donnerstag gibt's eine Schlaumaus-Führung in Regensburg entdecken für unsere kleinen 60 Minuten. Wenn ihr sagt, hey, ich möchte unbedingt wieder raus mit meinem Kind, einfach auf unsere Homepage schauen und anmelden. Dort gilt es ebenfalls 15 Personen unter einem bestimmten Hygienekonzept, also Abstand halten. Aber ansonsten, wir sind bereit, wir freuen uns auf euch. Und jetzt entlasse ich euch mit ein paar Bildern von unserem wunderbaren Platz hier, unserem Bismarckplatz, und wünsche euch eine gute Zeit, ein schönes Pfingstwochenende. Bis zum nächsten Mal. Einmal noch die Runde. So, ist das nicht herrlich? Ich würde sagen, wir beweisen mal wieder, wir sind die schönste Stadt der Welt. Und mit diesen Bildern würde ich sagen, beenden wir das. Bis zum nächsten Mal und tschüss.